Hallo zusammen und schön, dass ihr mit dabei seid zu einer weiteren Folge von Total Rome 2 mit den Ägyptern. So, das soeben Let's Play ist jetzt vorbei. Das heißt wiederum, dass wir mehr Spots haben für andere Let's Plays. Heißt also, die Ägypter bekommen mehr Folgen pro Woche. Mir fällt gerade ein, ich habe die Musik wieder nicht an. Ich bin aber auch so ein Schussel. Ihr solltet wissen, ich mache die mal wieder aus, wenn ich mir Replays anschaue. Da habe ich jetzt meine eigene Musik. Aber gut, okay. Machen wir jetzt weiter an der Stelle hier. Diese Schlacht sieht eigentlich locker flockig easy peasy aus. So, lässt sie mal jetzt den automatischen Angriff. Und lass sie weiter so machen, reicht mir aus. Der Armenier wird ja sowieso zerschlagen hier. Da bin ich einfach so gut. Ah ja, der hat aber auch ordentlich gelitten hier. Oh ja, cool, alle Einheiten haben überlebt. Hier nicht, aber okay. Töten! Die werden wir jetzt hoffentlich immer schon weiter vergiften können, damit die gar nicht erst auf die Idee kommen, weiterzumachen. Wäre ganz schön so. Wäre ganz schön so. Finde ich wirklich. Wäre wirklich cool. So, Iberien-Gallien. Belgien. Okay. Siedlung belagert Palmyra. Ja. Ja, die wird belagert. So. Scheiße. Okay. Ich bin der Schlechter der Du darfst dich nicht mehr bewegen, das ist wichtig. Sonst habe ich ein Problem. Super. Ah, fuck. Scheiße, halb so weit wie üblich. Fuck. Ich bin der wiedergeborene Roma. Nein, die will ich doch gar nicht losschicken drauf. Du kannst versuchen, mit denen hier auszuschalten. Das wäre ganz nett. Er muss ja nur außer Gefecht sein. Das reicht völlig aus. Er muss ja nicht tot sein. Feind verwundet, super. Ich lebe, um den Pharao zu dienen. Wird schon mal gleich die Wahrscheinlichkeit, oder? Ja. Sieht man gleich, okay. Zack, kill die mal bitte. Tja, Schlacht gewonnen. Nicht schlecht. Okay. Die sind schon mal weg hier, super. Okay, wir vergiften jetzt die Armee gleich nochmal mit. Die muss vergiftet werden. Die muss auf jeden Fall jetzt eine Menge Leute verlieren. Die ist nämlich ziemlich gut. Und ja, sie hat eine Menge verloren. Super. Cool. Okay. Okay. Von Stoppen kann man hier gar nicht reden, aber. Warte mal. Halb so weit wie üblich, schade. Ich erwarte eure Befehle. Okay, machen wir nochmal einen Angriff hier bitte. Oh shit, machen wir also nicht. Okay, gut. Wir kämpfen für euch. Nein, wir lassen es sein hier. Schieben euch wieder zurück. So, jetzt ist aber eine wichtige Sache dran, ne? Machen entweder jetzt hier ein Attentat und schalten die Olle aus. Oder wir übernehmen sie. Können wir mal kurz versuchen, Druck zu setzen. Die wird auf jeden Fall nichts mehr machen können. So, jetzt kommen wir hier zu dem Schritt und werden die wieder vergiften, bitte. Fehler abfangen. Vergift mal bitte kurz. Die Weste ist ja nicht gerade, aber immerhin. Bisschen Schaden nochmal gemacht. Super cool. Die sind wirklich stark angeschlagen. Dann schaffen uns jetzt mal hier auch diese scheiß Armeen, ja? Kann echt nicht schaden. Die müssen mich weg, Leute. Perfekt. Cool. Und nochmal bitte.
Weg damit. Zack. Dieser eine Trupp ist dann auch kein Problem mehr für mich. Okay, du bist aufgestiegen hier, super. Können wir mit meinen Strategen hier. So, und jetzt erstmal Gewaltmarsch zurück in die eigene Provinz. Okay, okay, okay. Wie sieht es jetzt hier drüben aus? Du musst noch rekrutieren. Ich verstehe. Gut. Drei Runden noch, dann ist hier die Mobilisierungskaserne fertig. Oh, das bauen wir jetzt. Wir haben jetzt hier... Okay, Amateurreserve und Sperrkämpfer steht fest. Und zwei Markov. Okay, gut. Das machen wir. Das machen wir so. Okay, wir nehmen jetzt hier Bürgerkraft, sollte reichen, oder? Ägyptischer Kampf ist besser und günstiger. Nee, doch nicht. Nicht mal günstiger ist die denn. Oh nein. Okay. Wollte ich wieder aufstellen hier? Cornys Garde, bitte. Was für ptolemäische Kavallerie, bitte. So, nehmen wir die günstigsten zuerst und das sind wie immer eigentlich die Bogenschützen. Vier Stück schon mal. Okay, gut. Wie sieht es an der Westfront aus? Wir wollen hier auch weiter vorwärts rutschen. Das ist jetzt ein Poker. Den wir wirklich auch einsetzen könnten. Wir brauchen da wirklich nur eine Armee, die dort ist. Mehr nicht. Dann nehmen wir die auch ein hier. So. Das sieht man jetzt schon. Wir nehmen sie jetzt auch nur ein. Mal gucken. Wenn es gut läuft, ist die Armee jetzt entweder nicht im Gewaltmarsch drin oder ich kann sie halt auch einnehmen. Das besetzen die Stadt. Noch? Nee, kann ich nicht mehr. Schade. Aber okay. So ist auch schon ganz gut. So, machen wir mal bitte eindrucksvolle Seesoldaten. Und wir gehen hier mal auf den Navigator. So. Schiffchen. Was können wir alles da holen? Wir können wirklich eine Menge holen. Jetzt hier ist der Vorteil. Die Flotten werden wirklich groß. Wir haben ja hier schon Angriffssexieren. Sechs Stück. Noch ein paar Artilleriepentieren. Feuertopfdiere. Und noch mal eine. Na? Skorpione. Skorpione nur? Schastrieren, da gibt es Steinschilderer. Hier haben wir doch noch was drauf hier. Okay. So. Hier haben wir mal die Garnison voll. Die Stadt kann es echt gut gebrauchen erstmal. Aber okay. Okay, so. Ja, wir bauen natürlich jetzt Schiffe hier. Was kann ich denn für Schiffe alles bauen? Gut. Okay. Geschosspentieren könnte ich bauen. Machen wir Überfall. Himiolia. Ein paar Stück. So. Kann ich schaden. Gut, das haben wir jetzt hier geschafft. Super. Wie sieht es hier drüben aus, Leute? Kannst schon weiterlaufen. Okay, weiter mit dir jetzt. Also sieht auf jeden Fall gut aus, Leute. Wir dehnen uns wirklich krass aus wieder. Und im Westen ist bald das Ende erreicht. Wir haben noch zwei Städte, bis wir quasi übersetzen müssten, um dann zu gewinnen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Dadurch haben wir jetzt relativ gut die Römer schon zurückgedrängt. Jetzt mal schauen hier. Willkommen. Doch verschwendet nicht meine Zeit. Willkommen, willkommen, mein Freund.
Ich werde euch Gehör schenken und die Worte des Volkes sprechen. Ja. Also wenn du meinst, Octavian. Er ist aber schon krass. Wir sind mit fast allen Nationen, die wir kennen, im Krieg. So, mit dir möchte ich eigentlich immer noch gern Frieden machen. Trag eure Anliegen gut. Und du willst nicht unbedingt. Ich find's halt lustig. Octavian und Lepidus, die mögen mich richtig. Octavian aber noch mehr als Lepidus. Das ist ganz praktisch. Das ist wirklich ganz praktisch hier. So. Okay. Du bist aufgestiegen hier. Dann geben wir dir mehr Tapferkeit. Und du bist aufgestiegen. Auch die geben mir mehr als Streiter. Du kriegst mehr kulturelle Konvertierung. So. Du bist ein Kommandant. Wie sieht es mit dir aus? Ja, du hast noch gar nichts gemacht. Hier fällt mir gerade auf. Und warum? Weil du gut bist. Scheiße, stimmt. Das habe ich ganz vergessen hier. Militärischer Umschutz, bitte. Ah, super erfolgreich. Super, dann kann er sich erstmal nicht bewegen hier. Das ist wichtig. Adumatu ist halt eine Stadt, die mittendrin ist jetzt gerade. Okay. Jetzt die Frage, ist hier noch was? Also ich sehe hier nichts. Ich könnte eigentlich Ketesi von verlassen. Das ist jetzt die Frage wieder hier. Was haben wir hier für Söldner? Auch nicht die wichtigsten. Nee, ist mir zu riskant, da jetzt großartig vorzupreschen. Hier wollen wir innerhalb von... Innerhalb von zwei Runden würden wir ankommen. Können wir versuchen. Wir werden nachher hier unten noch vergiften, sobald wir die Armee hier oben wieder zerschlagen haben. Tür aus müssen wir uns noch zurückholen. Gut zu wissen, das ist eine Armee. Legio Fulminata. Na gut. Okay. Gut zu wissen. Gut zu wissen, Leute. Okay, dann wollen wir einmal die Runde jetzt beenden, ja, und schauen, was kommt. Ich bin mal gespannt. Also der Krieg in Antonius, der wird ein bisschen zäher wieder. Wir brauchen jetzt wieder einfach gute Armeen, die kommen müssen. Da ist jetzt halt unsere Armee in Ägypten noch, bei Nasamonen. Quasi ehemals Nasamonen noch eine Armee, die erstmal kommen muss. Dann die neue Armee, die ich aufsetzen werde, und zwar Cornis Garde. Auch die wird, also nicht neu, die Wiedererlebung, Wiedererweckung von der... Auch die wurde erstmal noch geschickt in Richtung Pompeius. Oh, da kommt ein Angriff. Okay, kacke. Okay. Scheiße. Gut, schauen wir mal. Rückzug. Rückzug, Männer! Fahrt zurück! Naja, was soll ich da großartig machen? Die Flotte ist tot, Leute. Die Cornis Küstenschwärze gehen unter. Schade. Das finde ich scheiße bei Flotten, denn die irgendwas besetzen. Die haben keine Chance zu fliehen mehr. Sind dann tot. Naja, gut. So ist das Leben, Leute. So ist das Leben, so ist das Leben, so ist das Leben, Leben, Leben. Okay. Gut, okay. Schicke ich jetzt erstmal hier rüber, bitte.
Okay, die TF ist zwar schon ziemlich gut ausgebildet, also fortgebildet hier auch mittlerweile. Können nochmal noch hier verbessertes RAM reinhauen, das ist wirklich echt Gold wert. So. Mein Herr. Bauen wir davon Seid welche rein. ihr bereit zu dienen? Kann nicht schaden. So. Wie machen wir jetzt weiter? Ist jetzt die Frage. Ich möchte gerne einmal Sichelstreitwagen mit dabei haben. Ich möchte gerne. Was kriegen wir hier noch alles? Tartinische Kavallerie. Wir Gut. kämpfen für euch, mein Herr. So. Was Nehmen wir kann noch ich für mal Ägypten ägyptische tun? Kavallerie 2 Stück rein. Ja. Und einmal leichte Kaff. Und ansonsten. Warten, weil es andere Einheiten gibt, die ich mir holen möchte. Wir können aber eine neue Armee ausheben. Die dann dementsprechend wieder Namen möchte, Leute. So. Also lass mich was einfallen, die Armee bräuchte einen Namen. Kanische Kriegselfen möchte ich nicht geben. Gib mir mal königliche Feldhasten. So. Gut, schreibt das mal rein in die Kommentare, Leute. Die Armee braucht ja einen neuen Namen. Ich freue mich drauf. So. Der Turmpentere. Oh, wie süß. So. Auf jeden Fall ist das jetzt eine richtige Flotte hier wieder. Wo bist du denn jetzt hier? Wie kann ich Nicht ganz so gut. Okay. Greifen wir halt Kürter wieder an. Können wir besetzen, ist doch cool. Gleich niederreißen hier. Zack, erstmal militärisch ausbauen. Gut, dann holen wir dich jetzt einfach mal hier mit dazu. Schaffst du es bis dahin? Ne, schaffst du nicht, schade. Aber du schaffst es, super. Okay, mal sehen, ob es klappt, wenn ich den jetzt da drüben will. Behindern, dass ich dann gleich noch weitergehen könnte, Fahrt Momentum und dann doch wieder gewinne. Ne, klappt nicht, schade. So. Wir stellen uns hier zusammen. Okay, die haben Artillerie und ich freue mich schon auf die Schlacht von Karthago. Das wird geil. Die preschen auch hier regelrecht vorwärts gegen die Römer. Das ist schon lustig. So, die Armee ist jetzt hier da. Können wir ruhig Bogenschützen eintopfen. Kann nicht schaden. Den bräuchten die sowieso noch. So, die Armee haben sie jetzt hier stehen gelassen. Cool. Der könnte das im Alleingang einnehmen, das Ding hier. Ich erwarte eure Befehle. Bewegt euch! Machen wir mal einen Gewaltmarsch nach hier drüben, bitte. Okay. Da ist nichts weiter. Super. So, die Thermsturz bitte. Das ist Erfolg gehabt, cool. So. Du bist nun ein einfacher General, okay. Mal den bitte jetzt hier. Okay, gut. Wir wollen jetzt hier wieder vergiften, bitte. Und? Erfolgreich, geile Sache. Meine Mission war ein Erfolg, mein Herr. Mein Schwert gehört euch. So. Ich bin der Schlechter der Seele. Machen wir ein Attentat, bitte. Super, Feind gemeuchelt. Ich lebe, um dem Pharao zu dienen. Wie sieht's aus? Kriegst du ihn fertig hier?
wird verlustreich, aber immer noch erfolgreich. Das ist der wichtige Punkt dabei. Okay, cool. Zack, tot sind sie. Perfekt. Perfekt, Leute. Perfekt. Ein Feind weniger. Also eine Armee weniger. Gut. So, zack. Komm ich mal drum, bitte. Okay, dann versuchen wir auszuschalten hier wieder. Gemetzel! Los, cool! Feind gemeuchelt, cool. Ein weniger. Gut. Wir werden ein bisschen warten hier mit euch, aber ich werde dann mit euch nach Dura marschieren, die Stadt einnehmen. Hier der Überblick über Palmyra. Wir sehen generell gerade ziemlich gut Lage hier. Muss ich denn doch so sagen. Kommt da nicht hin, super. Perfekt. Perfekt. Eine gute Situation. Wir können da gut vorrücken und er nicht. Ist doch schön. Aber gut, Leute, das war's auch wieder für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schreibt eure Meinung mal in die Kommentare. Denkt daran, auch die Armee hier unten, die Heiligen Skarabären, die bräuchten einen neuen Namen. Und in dem Sinne würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal.